Schicke Schiffe in Modellgröße konnte man bei einem Schaufahren des MSV Schiffsmodellbau Niederösterreich bewundern. Da hieß es Anker los und Ahoi! Schiffsmodelle vom Paddelboot bis zum K&K-Schlachtschiff, vom Fischkutter bis zur Luxusjacht stellten die Modellbauer des MSV Schiffsmodellbau Niederösterreich Süd ihren Gästen vor. Am Schlossteich wurden den ganzen Tag über die Modelle im Fahrbetrieb ausgestellt und für Fotografen damit einzigartige Fotomotive geboten. Wir haben natürlich durchaus in unterschiedlichen Gewässern Veranstaltungen, die vorzugsweise für die Schiffsmodellbauer selbst geplant waren, veranstaltet. Das Besondere an diesem Teich ist natürlich die Möglichkeit, uns einem großen Publikum zu präsentieren. Und so wie jeder Verein ist natürlich die Werbung für unser Hobby, die Darstellung, was tun wir denn den ganzen Tag, weil Schiffsmodellbau findet ja zum überwiegenden Teil im Keller statt, wo man brav sitzt und baut. Und dann ist natürlich der Stolz auf das fertige Werk da, das man gerne vorstellen kann. Und die Möglichkeit, eine so große Präsentation wie hier im Schlosspark mit tausenden Besuchern zu machen, haben wir natürlich sehr, sehr gerne angenommen. Der MSV Schiffmodellbau Niederösterreich Süd ist eine Gemeinschaft von Modellbauern, die vor allem naturgetreue Schiffmodelle baut und sich regelmäßig trifft, um gemeinsam mit ihren Schiffen zu fahren. Wie lange brauchen Sie denn für so ein Schiff, also jetzt explizit für dieses? Ja, in etwa 1,5 Jahre oder 2 Jahre, je nachdem, wie schnell man die Pläne kriegt oder wie man die ganzen, ja, die Teile sind ja alle handgefertigt. Es gibt ja nichts zum Kaufen in dem Fall. Ne? Also das ist alles handgefertigt. Die ganze Welt der Schifffahrt präsentiert an einem traumhaften Frühsommertag. Ich muss ehrlich sagen, ich bin begeistert. Diese Liebe zum Detail, diese Vielfalt an Schiffsmodellen, das ist schon ein ganz besonderes Erlebnis hier bei uns am Schlossteich. Und wenn man bedenkt, dass die Schifffahrt mit unserem Bootsverleih und unserer Fähre mittlerweile auch schon über 200 Jahre Tradition hat, am Schlossteich ist das natürlich umso mehr ein gelungener Sonntag. Also der Vorschlag, der von Seiten des Modellbauvereins an uns herangetragen wurde, den haben wir natürlich mit Freude aufgegriffen, denn das Gewässer hier hat ja doch insgesamt 25 Hektar und damit ist natürlich für so eine Modellausstellung ein optimaler Rahmen mit dem Blick auf die Franzensburg. Also ich muss ganz ehrlich gestehen, wir haben uns sehr darauf gefreut. Es ist heute noch mit bestem Wetter unterstützt, daher eine wirklich tolle Vorstellung für unsere Gäste. Faszinierende Schiffmodelle am Schlossteich. Da kommen sie ins Träumen, die kleinen und die großen Kinder. Es ist eine wunderschöne Sache, weil es geht da um eine Vielzahl von handwerklichen Fähigkeiten. Das beginnt bei Tischlerei, das geht weiter über die Metallbearbeitung. Und wenn man ein Segelschiff baut, dann sollte man eh einen Ahnung kennen, damit die Segel gut ausschauen.